So, AC Milan gegen Lille. Zwei, also ein Neueinsteiger und ein Wiedereinsteiger. AC Milan, ich weiß nicht, wie viele Transfers. Aber kompletter Umbruch auf jeden Fall auf Milans Seite. In dieser Saison waren es drei. Und letzte Saison hatte man auch schon welche gemacht. Und davor hat man auch schon welche gemacht. Also Ja, so wie hier. einige. Startet oder mal hier einer spielen. Wie gesagt. Auch hier hat man die Übersicht verloren. Es sind einige neue dabei, die nicht alle heute kommen werden können. Ja, hier ebenso. Weil man eben auch ein bisschen auf den Stamm vertrauen möchte, mit dem aufbauen möchte. Also Stamm gibt es so gut wie gar keinen mehr hier. Bis auf einzelne. Aber vom Gui bis nach vorne viel getauscht. Viel umgebaut. Herr Ginter neu durch den Abgang von Fonte. Forsberg und dann neu. Angelino auch neu. Ja, vielleicht spielt man hier jetzt auch um Klaassen besser als noch vorher. Gegner neu. Euer. Passt. Ja, hier der wurde gescoutet, Bergui. Bei der EM. Marius? Oh. Auch neu. Ziel ist es mal hier nicht abzusteigen natürlich. Oh. Forsberg auf Angelino. Der schaut nach jung aus. Der schaut aus wie das Urkind, Alter, das Angelino. Aber das ist gar nicht so jung. Forsberg keine Einsatzzeit oder schwer Einsatzzeit bei Real bekommen. Und dann ein sehr, sehr starker Kicker, den man noch sehr, sehr
mag eigentlich. Bei der EM hat er ja auch wieder gezeigt. Was er alles kann. Ja, Angelino wurde gescoutet in der Champions League letztes Jahr. Und dann über die Bundesliga weiter. Weiter. Alter. Das war jetzt Ehrenmann. Stark. Seise. Silva. Tonali mit dem Assist. Und Miller. Gutes Comeback bislang. Silva. Oder? Rosberg. Zu einfach war das jetzt. Ganz alleine da. Ja, also bislang ist man zufrieden, das mit dem Auftreten. Dem Wiederauftreten von Milan. So. Doppelwechsel hier mal. So, einen Wechsel gab's. So, Zahavi, der lange Zeit auf der Bank gesessen ist bei Ajax Amsterdam. Nein. Oh. Ups. Da ist er, Carranza. Im Tintenturnier entdeckt. So, Nainggolan. Hat er gleich einmal gelegt. Boah.
Panther. N'oubliez pas qu'il est possible de visiter le stade en dehors des matchs avec accès aux loges, au vestiaire et au musée. Pour les horaires et les tarifs, visitez notre site internet. Merci. Stark, AC Blitzweg. So hat man sich das nicht vorgestellt. Aber ein schönes Tor von ihm. But pour Milan, le numéro 28, César Azpilicueta. Nein, da war es zu spät dran. Was meinst du, Flo, mit wie sonst? Okay, jetzt habe ich ein kleines Blackout, jetzt weiß ich nicht mehr. So. Stark, das war. Ich dachte, sie haben im 10. Turnier haben sie sich nicht so schlecht verkauft, darum dachte ich, dass das eigentlich nicht so endet, aber wurde ich eines Besseren belehrt. Humo-Tributre. Ja, nein. Ja, aber ich dachte eben, sie haben sich nicht so übel präsentiert. So, also vom Gefühl her, sag ich mal. Wenn ich mit ihm gespielt habe, habe ich mir gedacht, das passt, so steige ich ein mit ihm.
Yılmaz. Da fehlt mir jegliche Rechtfertigung, außer dass ich scheiße gespielt habe. Ehrlich gesagt. Kein Aufbau da gewesen.